Hallo und herzlich willkommen zu Nackt durch Faerûn. In dieser kleinen Reihe versuchen wir, die verschiedenen Gefechte von Neverwinter zu bezwingen, während wir möglichst wenig bis keine Ausrüstung am Leibe tragen. Das bedeutet, keine Rüstung, keine Artefakte, keine Gefährten und keine Reitierinsignien, soweit es unser Inventar zulässt. Wer sind die wagemutigen bis wahnsinnigen Abenteurerinnen und Abenteurer, die sich dieser unglaublichen Aufgabe stellen? Sokari, Lahin, Tibni, Jordana und ich, Mr. Katafi, euer Let's Playendes Kaninchen, alle zusammen aus der Feierabendgilde. Mit dieser Reihe wollen wir selbst schauen, wie weit wir es ohne Ausrüstung schaffen und auch zeigen, dass es nicht einfach immer nur auf immer mehr und immer bessere Ausrüstung ankommt. Kenntnis der Dungeon-Mechanik, Erfahrung mit dem eigenen Charakter und gutes Teamplay ersetzen ohne Probleme eine große Zahl an Gearscore. Sattelt auf und begleitet die Truppe der nackten Helden. Heute Meister der Jagd und Legion des Grauens. Zu spät? Okay, dann ist mein Mikrofon doch schlecht. Ich habe gerade geguckt, ob ich irgendeine Einstellung finde. Aber gut, dann bin ich nicht so gut. Wir haben einen Neuling in der Gruppe. Yay! Wer ist das jetzt schon wieder? Tja. Was ist ein schwieriges. Woran sieht man das? Naja, ich vermute, es ist Karo, weil wie geht es denn hier? Also eigentlich bin ich mit dem GWF schon ein paar Mal hier drin gewesen, dachte ich. Oh, das wird schwer, das wird schwer. Können wir sie nicht sich gegenseitig töten lassen? Funktioniert das nicht? Guck mal, die bekämpfen sich doch. Das machen wir einfach, wir lassen das wird diese Runde. Okay, dann nicht. Nimmst du eigentlich auf oder seit wann nimmst du auf? Hast du auch deinen Fehler aufgenommen? Nein. Ich mach keine Fehler. Bin perfekt. Ich glaube, ich mache unterwegs schon genug Fehler, da muss ich nicht noch am Anfang die Fehler mit aufnehmen. Aber die Welt muss doch wissen, dass du immer die falsche Warteliste anklickst. Ja. Jetzt wissen sie es. Ja. Lass die Leute aus deinen Fehlern lernen. Genau, Leute, achtet vorher immer, dass ihr auf privat gestellt habt. Das ist viel einfacher und schöner. Ja. Außer ihr wollt öffentlich laufen. Nein, dann immer. Braucht ihr öffentlich. Immer. Immer privat laufen. Immer. Oh, es ist aber schon. Da hat jemand seinen Drachen wieder eingesetzt, hätte ich jetzt mal gesagt. Scheiße. Ja, nachdem wir ja so kläglich bei Tempel der Spinne gescheitert sind. Nein, eigentlich nicht. Es war ja fast. Wir haben es ja eigentlich fast geschafft. In deinem Video hast du nie geklärt, ob wir es geschafft haben oder nicht. Wir hätten es fast geschafft. Nein, doch, wir haben es. Wir waren ja schon bei der Hälfte, waren wir ja. Die Hälfte der Lebenspunkte hatten wir weg. Ja, aber in deinem Video wurde nie geklärt, ob wir es geschafft haben oder nicht am Ende. Wir hätten es aber fast geschafft. Also, das ist ja. Das wissen ja die Zuschauer nicht. Doch, ist ja gesehen, dass wir es fast geschafft haben. Das reicht. Mehr muss man nicht, mehr muss man nicht zeigen. Mehr muss man nicht zeigen. Nein, das gucken wir uns dann nochmal an, später. So. Jetzt kommen erstmal die Gefechte. Die gibt's ja auch. Das Gefecht jetzt zum Beispiel habe ich lange nicht mehr gespielt gehabt, bis die zufälligen Wartelisten kamen. Und dann aber immer wieder, ne? Ja, und ich fand's schön, weil ich dachte so, oh cool, guck mal, das hast du schon lange nicht mehr gesehen. Schon lange nicht mehr gelaufen mit den Huders hier. Ich bin das vor den zufälligen Wartelisten noch nie gelaufen. Ich hab's irgendwie mal. Ich glaube, das einzige Mal, wenn man das wirklich groß gelaufen ist, war irgendwie, dass es da zu den Waffen oder sowas gab für. Kann ich mich nicht dran erinnern. Also ich kann mich nur dran erinnern, es gab mal einen Bug, wo die Gegner hier unverhältnismäßig stark waren und keiner hat die besiegen können. Ich bin ein Schwein! Das wollte ich gerade sagen, das war glaube ich das letzte Mal, wo ich das gelaufen bin. Und dann gab es ja trotzdem Leute, die so verbissen waren, das trotzdem laufen zu wollen. Und dann hat man einfach mal eine Stunde oder so hier drin gehangen. Das hätte ich aber auch gemacht, also. Das ist eine Herausforderung, die man annehmen kann. So wie 2,5 Stunden Ethos. Also, falls sowas jeweils tut würde. Nein, das tut keiner. Niemand braucht 2,5 Stunden für Ethos. Das Schlimmste, was ich mitgemacht habe, war 5 Stunden Meister der Jagd. Das ja, das sind wir ja gerade. Ja, da waren wir ja, glaube ich, eh zusammen mit Gegner. Genau.
Das war eine Katastrophe. Also. Absolut. Guck mal, schöne Endgegner. Und ich meine mal ganz ehrlich, wir sind... Ich hab's nicht gezeigt, aber wir sind hier nackt, ne? Nichts ist dabei und so. Und wir sind hier... innerhalb von 3 Minuten durch oder so? 4 Minuten steht da. Aber du kannst dich ja schon mit... Unter X. Da, 4 Minuten 17, 18, 19 steht da unten rechts. Steht bei mir nirgends. Echt nicht? Also in der Übersicht, wo schon... und sowas steht, da steht bei mir, wie lange wir hier schon drin sind. Nope. Ja, von mir auch. Ich bin blind. X, rechts unten. Nein, da steht 13:49. 50. Nein, du machst einmal das mit dem X auf, so. Der wie viel Schaden gemacht hat. Ja, und dann beim Neulingsbonus nach rechts. Ja, ja. Ich hab's gesehen. Ich hab keinen Neulingsbonus bekommen, dann war ich der Neuling. Haha, Noob. Ich hab aber auch keinen Bonus. Haha. Dann warst du auch Neuling. Weil ich schon 5 Stunden da drinnen war. Na, man kriegt ja, man ist ja Neuling, glaube ich, wenn man das, den Dungeon weniger als 3-mal gelaufen ist. Haha, ihr Noobs. Ja, ja. Ich hoffe zu lachen. 23, wow. Und du kannst nicht meine Warteliste starten. Mann, oh. Warte mal, wollen wir. Lassen wir das als eine Folge oder machen wir nochmal, was das eigentlich müsste? Wollen wir Legion des Grauens noch dazu packen? Ich meine, das geht auch, nicht, geht auch schnell. Ja, würde ich auch machen. Einfach reinhauen. Weil das ist. Legion des Grauens gehört ja auch zu den Dungeons, die man nie gelaufen ist vorher. Bis zu ah, doch, das habe ich öfter gemacht früher. Ja? Ich auch nur, ja. Als es da irgendwie wieder einen zu den Waffen gab. Oh, jetzt steht hier auch, dass ein Neuling in der Instanz ist. Also, ich kann es diesmal nicht sein. Das bin ich! Ich bin ein Neuling! Woo! Oder ich. Bei mir kann es nämlich nicht. Bei mir kann es auch nicht. Und dann sind die alle Noobs. Wir sind Noobs. Erhebt euch, meine ich war hier echt noch nie. Was ist das? Erhebt euch und tötet diese Narren! Aber auch, ich war hier schon mal random, aber ich habe ganz lustige Grafiken. Ich bin hier viel gelaufen mit meiner zweiten Waffenkämpferin, weil es bei dem Event zu den Waffen gibt es hier die Sense, oder die, diese Blauflammensense als Verzauber, als Aussichtsverzauberung. Das ist das Gefecht zum Ring des Grauens. Und das davor war zu Charanda. Ja, das war mein Anfangsgefecht. Das leuchtet mir trotzdem nie gelaufen. Ja. Es gab ja keine anderen damals. Genau, und dann hat man dafür seine AD bekommen. Ja. Genau. Früher! Damals, als wir noch jung waren. Ja, als das Spiel noch gut war. Als es nur eine Levelgrenze von Level 60 gab. Stimmt. Jemand sitzt verletzt. Nein. Aber das sind halt wirklich Dinge, die man sonst maximal jetzt erlebt. Als ein relativ neuer Spiel. Ich sag mal, wenn du das Spiel jetzt seit 1-2 Jahren spielst, hast du diese Gefechte nie gesehen vorher. Ja, also ich kannte die bisher auch noch nicht. Na los, mach deinen Unsinn. Ach, es kommen erstmal noch die Hunde, okay. Lana hat schon keine Lust mehr? Nee, ich hab da gerade eine Einstellung gesehen. Und mir geht das auf den Keks, dass bei langen Sätzen das immer nicht funktioniert. Vor allem, weil das ja irgendwie mal getan hat. Hat man sich ja noch über die Ausrüstung gefreut, die hier kam. Ich weiß noch, dass man diese Helme und sowas, die es aus
Meister der Jagd gehabt, die, da ist man, glaube ich... Ja, auf dieses... Auf das Portal hier zuerst, da kommt ein Dicker raus. Helm, irgendwas ist man auf jeden Fall ziemlich steil gegangen, was da aus beim Meister der Jagd rauskam. Der da? Meinst du den? Ja, den meine ich. Da hat man früher immer zuerst dieses Portal hier kaputt gemacht, damit der nicht auftaucht, aber im Moment ist der auch easy. Früher war da irgendwie echt ein Problem. Aber früher waren auch 16 KGS oder die entsprechenden 3K vor der Umstellung schon ein Wunder. Ja, aber also wir haben jetzt 3, was vor der Umstellung 500 waren oder so. Weiß nicht, bin ich so gut in Rechnen? Wie viel ist das denn? Wenn 16.000 3 waren, dann sind jetzt 3.000... Ich gab ja früher eine ganz andere GS-Rechnung, also ich hatte mal 19.000. Und das mit wenig Ausrüstung. Cheater. Ja, dann kam Level 70, da haben sie den GS ein bisschen umgestellt und dann nochmal und jetzt wieder nochmal. Also ich weiß nicht genau, die kommen da nicht so auf den grünen Zweig, glaube ich, mit den GS. Genug! Euch werde ich selbst töten! Das fällt dir ja früh ein. Wenn wir eine halbe Armee vernichtet haben. Minuten, eine Sekunde. Ah, immerhin 30 Sekunden mehr als das andere. Nicht schlecht. Es geht schneller! Mächtige Gürtel des Schwarzeises. Wow. Meeresklinge. Was will ich denn als GWF mit einer Packklinge? Tumenischer Dolch für Trickserschurken. Ja, super. Aussehensveränderung. Yay! Ja, mein Schild vom Pala bekommen. Weil das war auch, dass die Teile sind ja automatisch immer accountgebunden. Das heißt, du kannst sie wirklich nur dann nutzen, wenn du einen Charakter davon hast. Ja, waren sie nicht immer charaktergebunden? Waren die immer charaktergebunden? Das wäre noch lächerlicher gewesen. Ich glaube, weil da bin ich nämlich für einen Skin so oft gelaufen, habe ihn aber im Endeffekt doch nicht gekriegt. Weil ich immer die ganzen Sachen von den anderen Klassen bekomme. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!